Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück, zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part. Ach lol, den Powerhund haben wir schon. Ich dachte schon, jetzt zerstückelt uns. Im letzten Part haben wir weitere Powermonde in Bowsers Land gesammelt, doch noch sind wir nicht durch. Das wollen wir in diesem Part nämlich regeln. So, und lol, sowohl hier als auch da sind zwei Powermonde, also diesen Challenges. Okay, heißt, wir müssen da wieder hoch. Ja, ich hoffe mal, wir schaffen es, im Bowsers Land in diesem Part abzuschließen. Autsch. Das hätte ich nicht versuchen sollen. Das war Selbstmord. Wo starten wir? Hier. Passt gut, dann können wir uns ja direkt rüberschießen lassen. Und da ist wieder das Geld. Oh, hier ist ein Hutgeist. Ich bin ganz angetan von den Kreaturen, deren Schnäbel sich zum Pieksen von Gegenständen verlängern. Pause. Ich wünschte, ich könnte so ein Wesen von nahem sehen. Oh. Na, den Wunsch können wir ihm erfüllen. Die Frage ist, wie komme ich dann mit so einem Vieh hier hoch? Naja, ich will erstmal die Challenge machen. Das ist, glaube ich, das Beste. Okay, da drüben haben wir wieder so ein Teil. Mann, warum ist hier so eine Blume, Alter? Ich werde hier doch nicht mit Vollkaracho durch die Gegend rennen. Erzählt mir nichts. Alles klar. Was ist das denn? Scheiße, wir brauchen einen Knochentrocken. Na gut. Damals habe ich den Typen sogar Knochentrocken genannt, weil ich nicht wusste, wie die heißen. Jetzt weiß ich es ja zum Glück. Okay, müssen Mondstücke sammeln. Das ist so eine Hexagon-Form. Ach du Scheiße. Okay, da haben wir den Schlüssel. Also den Geheimweg für den ersten Powermond. Ja, easy würde ich sagen. Aber den zweiten will ich auch noch. Boah, diese Kamera macht mich fertig. Autsch. Wir sinken halt noch langsamer ab, weißt du? Ich meine, warum nicht? Oh Gott, das darf ich hier all die... Oh, doch nicht. Hier ist ein Herz. Aber ich traue dem Braten nicht. Ich wette, hier ist noch irgendwas. Okay, da unten. Ja, da ist ein Eingang. Das sieht man direkt. Ich will trotzdem gucken, ob sich hier irgendwas befindet. Man weiß ja nie. Würdest du bitte. Eins dürfen wir aber nicht verlieren. Unseren Knochen trocken. Sonst kommen wir da nicht mehr hoch und wir können es gleich umbringen gehen. Echt gar nichts ist hier? Das ist wirklich ernüchternd. Naja, aber als Perfektionist, also, ja, wegen der Genauigkeit habe ich das jetzt einfach gemacht. Naja. Ja, diese Münzenringe holt aber auch nur einen Spaß. Besser gesagt, ich. Oh nein. Der vierte, okay. Fehlt uns nur noch einer. Okay. Naja, den hätten wir als letzten holen müssen. Ich spam aber schon mal B. Ah lol, wenn wir den Controller schütteln, geht's noch schneller. War da irgendwas? Münzen! Na dann.
Suche im sechseckigen Turm. Ach, warum nicht Hexagon-Turm? Das klingt doch cooler. Im Zentrum des sechseckigen Turms. Ja, leck mir im Arsch. Ja, Hexer ist halt die Bezeichnung für sechseckig. Es gibt halt Duo für 2, Quad für 4, Hexer für 6 und Okta für 8. Also ihr wisst ja schon Bescheid. Mein PC hat zum Beispiel eine AMD FX 6300 Hexa-Core, genau, mit 6 Kernen. Aber ich will den eh noch aufrüsten, also. Vor allem, weil ich da noch eine Elgato HD 60 Pro reinstecken will. Ich will keinen Standard-Elgato haben. So, aber was ich haben will, ist einen Vogel, mit dem wir den Hutgeist beeindrucken können. Ah, ich weiß auch schon, wie wir ihn zu ihm bringen können, so. Das sollte kein Problem für uns darstellen. Vor allem mit diesem komischen lilanen Viech hatten wir im letzten Part auch gar nicht so viele Probleme wie damals im Forstland. Das war ein Akt, mit diesem, gegen das Lappenvieh zu kämpfen. Ja. Dann komm mal her. Würdest du bitte da hochgehen? Ich weiß ja nicht, danke. Der Hutgeist war wo? Nicht hier? Ja, wo denn dann? Ach so, ich glaube irgendwo da drüben. Oh, vor allem, warum so abgelegen, Mann? Schon klar, es soll eine Challenge sein, aber trotzdem, ich mag das nicht. Und glaube ich, das ist ja eins von den Wesen, die mit dem ausfahrbaren Schnabel. Eins von den Wesen mit dem ausfahrbaren Schnabel. Ich wollte schon immer eins von nah dran sehen. Jetzt sehe ich selbst, wie das mit der Verlängerung des Schnabels funktioniert. Endlich verstehe ich diesen Vorgang. Naja. Peakmatz getroffen. So, der nächste Pound ist da drüben irgendwo. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon gesehen. Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen. Da vorne irgendwo. Verzieh dich, du Lappen. Na toll, jetzt sind wir natürlich ganz, ganz weit vorbei. Vielleicht muss ich irgendwo da auf der Mauer suchen, stimmt. Das ist auch sehr machbar. Dann ist da noch das Cooper Freerunning und da oben dieser eine Powermond. Ja, ich glaube, der ist irgendwo auf der Mauer. Heißt, wir müssen ganz nach oben. Ah, ich glaube, ich sehe es sogar schon. Ja, was ich aber nicht gesehen habe, waren diese Stacheln. Ja, jetzt will ich dich noch darum bitten, dass du landest. Knapp. Bowsers Land, Tic-Tac-Turnier 2. Eventuell hätte man es so machen sollen, dass man erst runterspringt und dann erst kurz vor Schluss dann drauf landet. Also ihr wisst ja Bescheid. Also halt kurz vor Schluss eine Stampfattacke gemacht, damit man keine Zeit verliert, ihr wisst Bescheid. Aber gut, das hätten wir easy geschafft und weiter geht's. Am Fuße des Turms. Warum ist der Depp überhaupt hier oben? Okay, wie befindet sich der letzte Powermond, den wir so bekommen können? Vor uns. Ah, okay. Du bist ein Lappen. Hör auf damit, Mario.
komm schon. Yay. Yeah. Gefangen im Riesenhorn. Pause. Ob da drüben noch irgendwas ist? Das sieht tatsächlich so aus, als ob wir da noch irgendwas finden können. Ich seh mal nach. Zumindest chillen jetzt zwei Leute. Hier ist irgendwo ein Fleckchen, das vibriert, wenn man draufsteht. Ich wette, da ist was vergraben. Ich spür's sogar schon hier in der Nähe. Ich spür's doch. Ja, hier. Leck mich am Arsch. Machen die alle vor allem in Bosses Festung? Oh, hier vibriert noch was. Hier. Mann, das HD-Rumble ist voll geil. Sobald man auf der Stelle ist, vibriert es so kratzend. Also. Und dennoch, ich will unbedingt das finden, wo, was die gemeint haben. Hier. Tatsache! Gerumpel unter der Arena. Okay, die zwei haben mir echt geholfen. Von den Steinen ist ja auch nichts mehr. Und führt euch die Röhre. Das würde ich gerne mal noch in Erfahrung bringen. Achso, es ist der Challenge. Ja, es gibt hier nichts weiter, Cappy. Ist gut. So, ich gehe jetzt nämlich zum Koopa Freerunning. Da müssen wir jetzt nämlich noch einmal hin. Also, es gibt noch drei, ich glaube mindestens noch drei Power-Mode, die wir so bekommen können. Weil ich meine, Peach, dann der Hutgeist und da dieses, der vergrabene Power-Mode. So, uns fehlt halt nur noch der 58. Ach, hier stimmt, der eine Stern vom Koopa Freerunning. Der Mond, es ist ein Mond, verdammt. Also dann, legen wir los. Let's go. Die Ziellinie ist die leuchtende Lichtsäule. Wenn du mir sagst, welche Lichtsäule? Koopa Freerunning, Bowser's Land Standardrennen. Da hinten? Ach du Scheiße. WTF. Voll lang dauern, bis wir da sind. Dann ist das hier wahrscheinlich eine der längsten Koopa Freerunnings. Ja gut, ne? Ich will nicht wissen, was für Bestzeiten diese ganzen Typen aufgestellt haben. Achso, die Vögel, die machen dieses Geräusch. Alter, wie lange ist das noch? Steh auf! Mein Gott. Ich will nicht wissen, wie schwer das am Ende ist. Okay, aber ich glaube, wir sind schon so gut wie am Ziel. Ja, da vorne ist es. Dieser ganze Nebel ist voll cool. Stimmt, ich wollte mir auch noch eine Nebelmaschine kaufen, so wie Dave sie hat. Ja. Und guess what? Dave und ich sind schon wieder in einem sehr komischen Streit. Den er mal wieder angezettelt hat. Egal. Anderes Thema. Wir wollen jetzt playen. Alter, 1 Minute 38. Das ist, glaube ich, bislang der längste Run ever. Aber hey, war nicht schlecht. Bowser's Land Standardrennen. So, aber damit ist es noch nicht getan.
Ich will ja die 100%. Okay, let's go. Du Scheißidiot. Diese dumme Missgeburt, ne? Wie hohl... Junge, ich drücke den verdammten B-Knopf zum Springen. Er macht's nicht. Do it! Du vollidiotischer Klempner. Weitsprung, du Wichser! Warum drücke ich sonst ZL? Mein Gott, Junge. Tschüss, Bitch. Du Idiot, pack deine scheiß Cap aus. Mann, ist der blöd. Ich hab schon außerdem ZL gedrückt, lol. Bislang läuft es ziemlich gut, muss ich sagen. Hätte ich nie erwartet. Und dennoch, ich will nicht wissen, was für Zeiten die ganzen anderen Typen haben. So. Gleich sind wir am Ziel. Komm schon, meine eigene Bestzeit will ich nochmal brechen. Du Idiot, was machst du denn? Yes! 30,8! Ups. Lol, mein Joy-Con hat sich gelöst. Ja, mein roter Joy-Con hat irgendwie so ein Delay, dass man den ganz einfach rausdrücken kann. Ich finde das wohl scheiße. Normalerweise muss man ja den Knopf hier hinten drücken, aber ist ja nicht so schlimm. Yo, damit ist es geschafft. Bowser's Land Expertenrennen. Ich denke mal, dass es halt auch noch auf der im Mondland eine ein paar Runden geben wird für die fürs Free Running. Schauen wir mal uns die Rekorde an. Die will ich mir jetzt gerne noch reinziehen. Also ich bin Platz 29.000 da. 29.001. Und wie sind die Rekorde so? 1:07. Cool, und meine Freunde, da bin ich Platz 8. Nur mit 1,20. Das kann man sogar tatsächlich brechen. Weil ich meine, es gibt so Leute, die eine bestimmte Abkürzung genutzt haben. Ich kann euch sogar mal kurz zeigen, welche ich meine. Okay, aber erstmal will ich ganz kurz schauen, welche Powermonde uns noch fehlen. So, Powermond 45 und Powermond 39. Alles klar. Ich will ganz kurz was ausprobieren. Also ich glaube, man kann da... Nee. Ach nee, das hat mit was anderem zu tun gehabt. Okay, wie man 1:08 schaffen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber im Prinzip ist das auch völlig egal. Ich meine, ich habe eine schöne Zeit hingelegt und bin auf Platz 29.000. Ist doch voll geil. Ah Mann, Schnackelchen ist doch nicht hier, ich Vollidiot. Schnackelchen ist hier. So, zwei Powermonde fehlen uns noch. Die Sphinx über... Ah, okay. Der Powermonde war schon eindeutig. Ich habe das Teleskop doch schon damals gesehen. Mit Bowser's Landkunst gefunden. Ach so, oh nee, die zwei waren doch so... Die zwei waren doch schon so eindeutig, ich Idiot. Ja, okay, das war dann wohl mein Verschulden. Aber wo ist das Teleskop? Das habe ich doch damals gesehen. Das ist jetzt aber irgendwie... Gehen wir noch mal kurz zum Anfang. Ich glaube, es war irgendwo da. Also irgendwo war ein Teleskop, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach man, das eine, was man in Bowser's Landkunst gefunden hat, das ist ja klar, wo das ist. Boah, ganz toll, jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo ich das Teleskop finden kann.
Ich schau mal noch mal kurz hier. Eventuell ist da das Teleskop. Das wäre aber auch am wahrscheinlichsten. Wäre dumm, wenn es da nicht wäre. Und dem ist leider tatsächlich nicht so. Wo ist es denn dann? Ich gehe mal kurz noch mal den Weg rückwärts ab. Wo war denn dieses scheiß Teleskop noch mal? Ah, Mann. Naja, ich darf's halt suchen. Wen kümmert das schon? Also 1,20 könnte ich locker knacken, aber ich habe keinen Bock drauf. Alles klar. Ah, stimmt, wir können das Tor von hier aufmachen. Wieder öffnen, so. Ja. Sehr schön, so sollte es auch offen bleiben. Alles klar, dann gucken wir uns doch mal hier um. Weil irgendwo muss das Teleskop ja sein. Ich brauche es ja, um die fliegende Sphinx zu finden. Ich weiß nicht, wo soll die denn da bitte sein? Vielleicht weiter oben? Das wäre halt zu vermuten. Aber ich habe das Teleskop doch irgendwo gesehen. Das Fernglas, ich glaube, das ist mit Fernglas. Ja, da ist es. Richtig lame versteckt. Ich habe es im Augenwinkel mal gesehen, deswegen. So, die Sphinx. Die fliegt hier irgendwo. Fragt sich jetzt nur, wo. Ich will sie erstmal von Weitem sehen, weil wenn man zoomt, dann sieht man nicht so, nicht alles. Aber ich finde sie nicht. Da. Ja, da ist sie. Alles klar. So, damit haben wir so ziemlich alle Powermonde, die man hier in Bowsers Festung finden kann. Denn einer ist ja im Wüstenland. Den Kaktus erkennt auch ein Blinder mit dem Krückstock, also. Nirgendwo anders gibt es Kakteen. Alles klar. Die Sphinx über Bowsers Festung. Damit haben wir 61 von 62 und wir können abhauen. Erstmal. Wir fliegen einfach so, es geht doch, warum nicht? Ja, jetzt sind auch die Tore offen. Und weitere Powerhunde wandern in unserem Besitz. Bam, 860. Noch 139 Stück, Leute, ist das episch. Alles klar. Dann gehen wir zuallererst einmal zum Wüstenland und holen dort den einen Powerhund mit der Hinweiskunst. Und danach geht es noch einmal ins Ruinenland, denn dort muss ich auch noch den Powerhund mit der finsteren Seitekunst holen. Es ist so heiß heute. Wenn ich Geld hätte, würde ich sofort mit ein paar Freunden ins Schwimmbad fahren. Aber noch besser, ne, wenn meine Cousins hier sind. Hey, Grüße an der Stelle, meinen Cousins. Falls sie diesen Part hier gucken, also. Von der Mond ist natürlich wieder mal voll sichtbar. Vor allem, wenn wir uns nochmal die Hinweiskunst genau ansehen, dann kann man die auch ganz deutlich erkennen. Da drüben, da ist diese eine Stelle für den Samen gewesen. Und das lässt darauf schließen, dass man da eine Aussicht hat. Das heißt, hier irgendwo muss es sein. Wer sich erinnert, die Stelle da drüben, diese runterging, das war eine Stelle, wo wir einen Samen finden konnten. Oh, die Musik habe ich vermisst. Ja, da ist sie auch schon. Das heißt, der Kaktus muss irgendwo hier sein. Ba, bam, 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 bam.
Ba 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 ra ba. Du 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 ba da da bam bam. Jo, hier. Irgendwie muss es sein. In der Nähe der... Okay, okay, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Hier. Yo! Mit Bowsers Landkunst gefunden. Episch, dann können wir die ja schon mal löschen. Mit diesen Hinweiskünsten sind wir also auch so gut wie durch. Es sei denn, es gibt noch einen im Mondland, ne? Das weiß ich. Da bin ich auch nicht ganz im Klaren. So. Im Klaren. Das ist auch ganz geil. Damals in Total Immersion Racing wusste ich auch nicht, wie man diesen Wagen McLaren ausspricht. Und ich habe ihn immer McLaren genannt. Oder doch McLaren. Das war ziemlich witzig damals als Kind. Ach ja. Als Kind hat man auch mehr die Spiele. Vor allem der Pound war nicht rot, lol. Aber wir können ja nochmal nachgucken, denn jetzt haben wir in Bowsers Land alle 62 Powermonde, Alter. Nice. Da fehlen uns auch noch 21 Stück. Ja, die größtenteils mit Toadettes Hinweiskünsten. Finstere Seite, da fehlen uns auch noch 2. Und im Mondland, boah, 13 Stück. Und dann auch mit dem Mondquader. Ja, leckst mir Morsch. Da werden wir auch wieder ein paar Parts verbringen. Gut. Dann gehen wir jetzt noch ins Ruinenland und holen dort den einen Powermond mit der Hinweiskunst. Prozent, ich kann es nicht mehr erwarten. Boah, aber ich muss jetzt genau gucken, wo der Powermond überhaupt ist. Nein, das war das andere. Das hier. Es scheint irgendwo weiter unten. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist so eine Art was zum Hängen. Und sich runterhängen kann. Hier schon mal nicht, obwohl, was ist da Tolles? Das Ruinenland ist schon heftig. Und überall diese Kratzspuren. Das sind alle von diesen Drachen. Heißt, der hat hier eine krasse Verwüstung angestellt. Hä? Moment mal, ich muss nochmal ganz genau nachgucken. Es ist aber das Ruinenland, das sieht man doch direkt, oder nicht? Es da unten sieht aus wie klarer Stein und da hat man Erde gesehen. Da unten eventuell? Das wäre auch zu vermuten, deswegen schaue ich da mal nach. Nö, ist alles Stein, also. Sag mal nicht, der Powermond ist in irgendeinem anderen Land und ich bin gerade blöd wie Scheiße, weil ich den nicht finde. Obwohl, Moment, hier ist sowas, diese Steinmasse oder so. Also diese Erde, so. Hier. Erst hier. Alles klar, mit finsterer Seite Kunst gefunden, 10. Dann können wir diese ja auch löschen, sonst bleibt nur noch eine Hinweiskunst, die wir im Pilzkönigreich finden müssen. Easy. Alles klar. Noch ein Powermond wandert in unserem Besitz. Und Leute, ich würde mal an dieser Stelle sagen, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch selber einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo, wer ebenfalls sich schon mein Konto gut unterhält. Und im nächsten Part werden wir im Mondland alle Powermonde versuchen zu sammeln. Und somit alle Länder abzuschließen, bis auf das Pilzkönigreich, das kommt dann ja auch noch. Deswegen, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey.